liebe Freunde, die Funktionen einer Abmahnung. Bam. Also, was musst du wissen? Das Ganze prüfungsrelevant für Bilanzbuchhalter, klausurrelevant für Betriebswirte, ne? Und auch für die Wirtschaftsfachwirte natürlich. Und zwar ist es so, dass man sich das mit Merktechniken, mit Lerntechniken viel leichter ins Langzeitgedächtnis kloppen kann, um es mal so auszudrücken, hieven kann, als wenn man es einfach so, ja, versucht durch in die Luft gucken und versuchen, sich einfach so zu merken. So, und zwar die Funktionen einer Abmahnung sind 4 Stück. Zum einen haben wir hier die erste Funktion, nämlich den Tatbestand. Der Tatbestand muss beschrieben werden. Zweitens die Missbilligung. Drittens die Aufforderung zu zukünftigen regelgerechten, arbeitsvertraglich konformen Verhaltensweise. Und natürlich dann viertens die Drohung. So, und was hat das jetzt mit Lerntechniken zu tun? Was hat das hier mit Bildern zu tun? Ich verwende in meinem Online-Kurs zu Lernmemoriertechniken hauptsächlich drei Methoden, und zwar Bildertechniken, Akronymtechniken und Mindmaps. Und hier würde ich mir, oder hatte ich mir gedacht, eine Bildertechnik zu machen. Richtig ist natürlich, dass jeder selbst sein eigenes Bild versuchen sollte. Also jetzt kommt mein Bild. Ich merke mir eine Täter-Polizisten-Beziehung. Der Täter, Tatbestand. Also denke ich irgendwie an einen Mörder, der vor mir steht, Pistole in der Hand, keine Ahnung. Denke ich an einen Tatbestand. Täter, Tatbestand. Der Tatbestand, der genau beschrieben werden muss in der Abmahnung. Zweitens die Missbilligung. Der Polizist steht vor ihm und schimpft. Ne? Ob er nur schimpft, wenn er einen Mörder vor sich hat oder so, sei mal dahingestellt. Aber die Geschichte muss ja auch nur merkwürdig sein. Sie muss nicht der Realität entsprechen. Also Tatbestand, Missbilligung. Aufforderung. Der Polizist fordert auf, nun hier sich regelkonform zu verhalten. Ne? Bring da mal keinen um. Weißt du Bescheid. Und die vierte Sache, die vierte Funktion, dass die hier erfüllt sein muss, nämlich die Androhung. Die Androhung zum Beispiel der Kündigung, die halt hier in der Abmahnung stehen kann. Das also eine Bildergeschichte zu der Abmahnung, zu den 4 Funktionen, die eine Abmahnung erfüllen muss, damit man sich das leichter ins Langzeitgedächtnis hier kloppen kann. Denn in der qualitativen BWL, in der qualitativen Betriebswirtschaftslehre ist es so, dass man viel verbales Zeug lernen muss, was vom Niveau her nicht schwer ist, ja, aber von der Masse her sehr, sehr aufwendig. Und das ist das Problem. Und deshalb sind solche Lerntechniken gar nicht mal so schlecht. So sieht's aus. So, nur so und nicht anders.